In diesem Film sprechen wir unter anderem über suizidale Gedanken. Ich treffe heute Anastasia. Sie ist eine Transfrau und hat sich vor 4 Jahren ihren Penis entfernen lassen. Heute sagt sie, das war ihr größter Fehler. Und ich habe oft Flashbacks, wie sich das angefühlt hat. Und dann geht es mir richtig schlecht, weil ich so, okay, scheiße, das wird nie wieder zurückkommen. Ich will wissen, wieso und wie kam es dazu? Außerdem treffen wir noch den Transmann Tom. Der hat sich gegen eine geschlechtsangleichende OP entschieden und eine ganz andere Lösung für sich gefunden. Und die werden einfach angeklebt? Genau. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich für mich die Lösung. Das ist super, das, mehr brauche ich nicht. Hi, Anastasia. Hi, Lisa-Sophie. Nassi, du hast dich ja bei uns gemeldet. Warum? Ja. Weil ich einen Film von euch gesehen habe, wo es darum geht, um eine Transfrau, die Marie, die eine geschlechtsangleichende OP machen hat lassen. Wenn ich jetzt einschlafe und wieder aufwache, habe ich eine Vagina. Und ihr ist es halt damit ursuper gegangen. Bei mir ist es halt anders. Und du hast dir gedacht, du willst auch mal die andere Seite zeigen? Genau, also was passieren, also was sein kann, wenn es wenn es einem nicht so gut damit geht. Mit dieser Entscheidung, die ja nicht mehr rückgängig zu machen ist. Wann hast du denn gemerkt, dass du trans bist? So richtig gemerkt habe ich es dann so mit 19, 20, wo das so leicht immer so durchgekommen ist, dass ich mir gedacht habe, okay, ich würde mich vielleicht gern anders kleiden oder mein Selbstbild ist irgendwie anders, als ich es im Spiegel sehe. Es ist irgendwie weiblich. Und dann langsam habe ich mich dann auch bei der Lisa, also meine Freundin, bei der habe ich mich dann geoutet, also wir waren damals nur befreundet, haben dann irgendwann Telefonnummern ausgetauscht und ja, dann habe ich mich noch am selben Tag am Abend bei ihr geoutet per SMS. An dem Tag, wo ihr die Telefonnummern ausgetauscht habt? Dann habe ich ihr das am Abend geschrieben. Und warum willst du denn, dass wir heute noch mit ihr sprechen? Weil sie damals alles aus erster Hand mitbekommen hat, wie es mir damals gegangen ist. Und ich das teilweise gar nicht mehr so wirklich nachvollziehen kann oder gar nicht mehr weiß so wirklich. Ich habe so manchmal so Gedächtnislücken. Ich bin sehr gespannt darauf, was sie uns gleich noch dazu erzählen wird und das aus ihrer Perspektive zu sehen. Hi Lisa. Hallo. Ich bin Lisa-Sophie. Hallo. Wie war das für dich, als Anastasia dir das erzählt hat, dass sie trans ist? Also sie hat jetzt nicht so direkt gesagt, ich bin jetzt die Anastasia und so ist es. Es war halt eher so, ja, vielleicht und... Dann habe ich sie halt damals danach gefragt, wie ich sie nennen soll. Und dann hat sie doch noch nicht sagen können, welchen Namen oder irgendwie so. Und dann haben wir am Anfang Bambi gemeint. Dass das ja, irgendwie, das war süß, ja. Weil du irgendwie so dein scheues Reh warst und so. Und das war irgendwie so die Zwischenlösung. Ja. Wie hast du Nassi denn in der Zeit vor der OP so erlebt? Ja, es ist ihr halt immer sehr schlecht gegangen einfach damit. Vor allem, es war einfach das Problem, du konntest einfach nichts anziehen, oder? Ja. Also man hat das einfach immer gesehen und das war einfach das Problem auch. Wir waren dann auch am Strand oder so und da gab es halt auch so einen Moment, da ist danach das so schlecht gegangen, weil sie halt nicht ein Bikini anziehen konnte. Was für eine Rolle hat denn Nassis Penis in eurer Beziehung gespielt vor der OP? Ja. Eigentlich keine so große, oder? Nein, eigentlich nicht. Das war immer so, war halt da, aber... Ja, war stört halt jetzt auch dich nicht so wirklich. Nein. Ja. Es war auch immer egal, ob du jetzt die OP machen möchtest oder nicht. Ja. Und mir war halt immer wichtig, dass ich sie dabei unterstütze, egal welchen, also wie sie sich entscheidet. Mhm. Hattest du damals schon den Wunsch auch nach einer geschlechtsangleichenden OP? Ich glaube, ich war mir lange nicht sicher. Es hat sich dann eher so im Jahr 2017 so ergeben, dass ich gesagt habe, okay, also mir ging es ja damals richtig schlecht. Und wieso? Ich habe dieses Körperteil nicht akzeptieren können. Es ging mir richtig schlecht damit. Von welchem Körperteil sprichst du denn? Von meinem Penis. Mit dem warst du nicht glücklich? Nein, überhaupt nicht. Für mich war es immer nur wichtig, okay, da müssen die Hoden weg, da muss der Schwellkörper weg, weil zum Beispiel auch spontane Erektionen zu kriegen, das war für mich damals die Hölle. Ja, das war für mich so auch so eine Demütigung. Ich kann nicht mehr zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht mehr genau sagen, wie schlecht es mir wirklich damit ging, weil ich es jetzt nicht mehr nachvollziehen kann, was damals wirklich los war mit mir. Wie lange hat das Ganze gedauert, dieser ganze Prozess? Circa 2 Jahre insgesamt. Ja, weil das ist ja viel Organisatorisches. Man braucht
psychiatrisches Gutachten, psychotherapeutisches Gutachten, eine klinisch-psychologische Austestung. Dann muss man das bei der Krankenkasse einreichen. Die müssen das bewilligen. Dann muss man mal zu einem Arzt gehen, der das macht, muss mit dem mal reden. Wo ich aber jetzt so das Gefühl habe, da war ich wie in einer Trance. Das hat alles so von alleine funktioniert, weil normalerweise bin ich eine Person, die sich eher mit so organisatorischen Dingen oft sehr schwer tut. Da überhaupt nicht. Das ging wie von alleine. Das ging wie geschmiert sozusagen. Hast du eine Idee, woran das gelegen hat, dass das da kein Problem war für dich? Weil ich es so sehr wollte anscheinend. Ich wollte es wirklich sehr. Weil ich mir so auf die Art gedacht habe, okay, dann bin ich hübscher, dann bin ich kompletter. Mhm. Okay. Dann war es natürlich, ich habe immer schon gewusst, dass man auch eine Frau mit Penis sein kann und dass man auch ein Mann mit Vulva sein kann. Aber trotzdem war es für mich eher so, nein, ich brauche diese OP unbedingt. Wurde dir damals in dieser ganzen Vorbereitungsphase von der OP, wurde dir da erzählt, dass es eventuell sein kann, dass man das im Nachhinein vielleicht bereut? Meine Therapeutin hat damals schon einmal zu mir gesagt, wenn Sie diese OP machen, überlegen Sie sich gut, nachher haben Sie eine Scheide. Aber viel mehr habe ich so nicht mitbekommen. Für mich ist es immer noch ein bisschen schwierig, diese Zeit vor der OP so richtig nachzuvollziehen zu können. Weil Nasti ja sagt, dass vielleicht in dem Moment hätte irgendwie was anders laufen können, was eventuell das Ganze hätte irgendwie verhindern können. Hast du das Gefühl, hat irgendein Schritt gefehlt? Ich weiß es nicht. Also vielleicht war auch das Problem, dass du damals Gefühle nicht so gut, also halt einfach zulassen konntest, oder? Das war ja damals schon sehr das Problem. Und vielleicht war genau das halt, dass das halt nicht da war und dann war es halt, ja okay, weg halt damit. Also, das klingt jetzt ein bisschen so, als hättest du das Gefühl gehabt, dass Nasti sich gar nicht so intensiv damit auseinandergesetzt hat, sondern einfach die Entscheidung schnell getroffen hat? Naja, das können wir vielleicht im Nachhinein sagen, ja, es ist schnell gegangen. Mhm. Aber zu der Zeit hat es sich halt richtig angefühlt. Also ich hatte nie das Gefühl, es ist zu schnell oder das ist wirklich die falsche Entscheidung. Nein, das war zu der Zeit nicht. Mhm, okay. Ja. Du hast uns ja schon erzählt, dass es dir vor der Geschlechtsangleichung gar nicht besonders gut ging, psychisch, dass du Depressionen hattest und du warst in der Psychiatrie. Mhm. War damals so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht die Depression mit der OP weggeht? Dass sie besser wird. Weggeht, das habe ich mir nie erhofft. Ich habe immer gewusst, okay, ich muss meine Antidepressiva nehmen. Aber ich habe mir schon erhofft, dass es mir deutlich besser geht. Wenn du an den Morgen deiner OP zurückdenkst, wie ging es dir an dem Tag? Ich war total entspannt, habe gewusst, okay, ich pinkle jetzt zum letzten Mal mit diesem Penis. Ja, irgendwann war ich dann im OP drinnen. Dann hat die mir da so, sie hat gesagt, ich lege dann da den Sauerstoff her, den mir so auf die Brust gelegt, also noch nicht aufgesetzt, die Maske. Dann weiß ich noch, dass ich davon total husten musste und dann war ich weg. So schnell ging das? Ja. Was waren so deine Gefühle dann direkt nach der OP? Jetzt habe ich es geschafft, ja, so 3 Tage hatte ich dann noch einen Verband oben und einen Katheter drinnen. Und dann nach 3 Tagen kam das weg, alles. Und das war dann schon ein bisschen ein Schockzustand für mich, so das erste Mal pinkeln zu gehen mit dem neuen Körperteil. Und das kurz so dann, ich habe es dann so kurz berührt und war so total geschockt irgendwie, weil das ja komplett neu alles ist. Mhm. Aber haben sich so ein bisschen die Hoffnungen, die du vor der OP hattest, dann schon so ein bisschen gezeigt? Ich bin ins Spital gegangen mit einer Jogginghose, die ich mir kurz davor gekauft habe. Und danach, wie ich rausging aus dem Spital, sah das halt plötzlich alles ganz anders aus. Viel schöner in meinen Augen damals. Endlich ist der Penis Geschichte. Für immer. Hast du dich denn in den Wochen nach der OP richtig mit deiner Neovagina beschäftigt? Hast du dir da Zeit genommen? Ja, also man sollte ja auch buschieren danach und so. Das habe ich auch versucht. Ich habe Buschierwerkzeug mir besorgt, in offiziellen Größen, aber es hat nie funktioniert. Also ich glaube, ich hatte nicht die Kraft dafür, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Es war nur so eine Hauptsache, ja, es ist erledigt.
Wenn du sagst, du hattest nicht die Kraft dazu, was meinst du genau damit? Naja, ich hatte ja immer schon Depressionen, die natürlich durch die Hormonumstellung stärker geworden sind. Mir hat einfach die Kraft für alles gefehlt. Was genau beschäftigt dich denn so? Also warum genau vermisst du deinen Penis? Ich kann das nicht genau sagen, was es ist, aber es fehlt einfach ein Körperteil. Ich habe jetzt das Gefühl, es fehlt mir was außen an meinem Körper. Was Selbstbefriedigung betrifft, habe ich es schon kurze Zeit nach der OP gemerkt, dass das jetzt anders ist. Weil früher war das für mich etwas, das mich untertags entspannt hat, mir einen Endorphinkick gegeben hat sozusagen und am Abend sozusagen fast schon eine Einschlafhilfe war. Ach, das war ein Ritual schon fast, oder wie? Ja, das ist es jetzt nicht mehr, seit der OP nicht mehr. Und ich habe damals schon gesagt, okay, sexuell gesehen, weil Selbstbefriedigung ist ja auch ein Teil der Sexualität, war es ein Fehler. Und ich habe oft Flashbacks, wo ich mich zurückerinnere, wie sich das angefühlt hat. Und dann geht es mir richtig schlecht, weil ich so, okay, scheiße, das wird nie wieder zurückkommen. Das werde ich nie wieder spüren. Aber kannst du noch zum Orgasmus kommen? Ja, das funktioniert schon, aber wie gesagt, es entspannt mich nicht mehr so sehr. Und wenn ich mich dann mal selbst befriedige, denke ich mir, naja, ich hätte es auch lassen können, das wäre besser, weil wenn es dann sich nicht so gut anfühlt, dann ist das frustrierend. Würdest du sagen, dass das einer der Hauptgründe ist, warum du deinen Penis vermisst? Ja. Ja, unter anderem. Es ist auch so vom Spiegel so, dass ich mir denke, nein, irgendwie passt es doch nicht ganz so, wie es jetzt ist. Wann kam das, dass du dieses Gefühl hattest? Das kam letztes Jahr im Oktober, November ganz stark durch, wo ich richtig suizidal geworden bin. Wo ich richtig so gewusst habe, okay, ich weiß, es lässt sich jetzt nie wieder rückgängig machen im Leben. Das heißt, entweder ich lebe damit und das kann ich nicht, oder Suizid. Und für mich war jetzt gerade im Moment nicht mehr, jetzt geht es mir wieder etwas besser, aber damals, so über den ganzen Winter, war so, okay, ich muss. Ich muss sagen, mir ist gerade ein bisschen flau im Magen, ehrlich gesagt, wenn du darüber redest. Aber hast du jetzt im Nachhinein das Gefühl, dass das hätte verhindert werden können? Man hätte natürlich ein bisschen noch intensiver psychologisch hinschauen können. Ich weiß aber auch nicht, wie ich dazu stehen soll, weil es würde dann ja auch, wenn man das macht, allgemein den Menschen mehr Steine in den Weg legen am Weg zu dieser OP, was ich natürlich auch nicht gut finde. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Einerseits sage ich, okay, jeder, der das will oder der das braucht aufgrund seines psychischen Zustands, der soll es auch bekommen. Aber andererseits muss man schon genau hinschauen, aus welchen Gründen jetzt wirklich die OP gewünscht wird. Mir ist es an dieser Stelle auch nochmal total wichtig zu sagen, dass es natürlich super viele Transmenschen gibt, für die die geschlechtsangleichende OP genau der richtige Schritt ist. Wir begleiten Maria schon seit ein paar Jahren und die war nach ihrer OP total glücklich. Wenn ihr das Video sehen wollt, dann schaut mal hier oben in der Infocard nach. Aber du definierst dich, trotz dass du deinen Penis vermisst, immer noch als Frau, oder? Hauptsächlich, ja. Also der Geschlechtereintrag im Ausweis, in der Geburtsurkunde, weiblich, das passt mir. Auch mein Vorname ist der zu mir gehört und auch die Hormontherapie würde ich jederzeit wieder machen. Aber für ganz viele Leute ist das ultimative Ziel am Ende dann die geschlechtsangleichende OP. Ja, und auch in der Gesellschaft wird es oft noch so wahrgenommen, erst wenn du diese OP gemacht hast, dann bist du ganz Frau oder ganz Mann, was natürlich vollkommener Blödsinn ist. Absolut, absoluter Blödsinn. Ja. Du bist dann eine Frau, wenn du sagst, dass du eine Frau bist. Genau. Wir haben total viel zu diesem Thema recherchiert und wir sind bei unserer Recherche auf Tom gestoßen. Tom ist ein Transmann und der hat sich damals gegen die OP entschieden, weil er selber gesagt hat, er möchte mit einer Penisprothese leben. Und den treffen wir gleich und er zeigt uns mal seine Prothesen, die er selber herstellt. Freue mich drauf. Hi. Hi. Du selber bist ja Transmann. Ja. Und du trägst deine eigenen Prothesen. Kannst du uns die mal zeigen? Gerne, ja. Zum Beispiel hier so etwas, wo eben unbeschnitten ist, aber auch ein beschnittenes Teil habe ich auch da. Also in allen möglichen Größen kann ich da jetzt irgendwas bauen, gell? Und die werden einfach angeklebt? Genau, die kann man jetzt mit dem Hautkleber ankleben. Ah, okay.
öffentlich nackt sein funktioniert. Natürlich funktioniert es jetzt auch damit, einfach jetzt quasi sich wohlzufühlen, ja, sage ich jetzt mal, eben wenn ihm was fehlt. Oder wenn jetzt zum Beispiel ein bisschen Körperkontakt entstehen kann, zum Beispiel, ja, wenn man jemanden kennenlernt, zum Beispiel, dann ist es ja, ist eben was da einfach. Es ist was in der Hose. Wie ist das für dich gerade? Ja, sehr interessant, das mal zu hören, dass es das auch gibt. Ja. Also so in der Form, dass man sich damit auch nackt zeigt, kenne ich es nicht. Ich kannte bis jetzt nur sogenannte Bäcker oder wie man das nennt, die man sich in die Hose steckt, dass man einfach unter der Hose noch was sieht. Aber das kannte ich noch nicht, das ist voll interessant. Ja. Darf ich das mal anfassen? Ja, eigentlich? Ja. Auf jeden Fall. Okay. Hier, du hast auch Nassi bestimmt, wenn ich darf, das bestimmt auch. Ja. Ja, also es fühlt sich natürlich so vom Gefühl her, es ist sehr gummiartig so ein bisschen, es ist halt Silikon, ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das sich genau anfühlt wie ein echter Penis. Mhm. Aber vom Aussehen her, auch wenn man in die Details reingeht oder sowas, das ist schon sehr akkurat. Wenn es sowas geben würde wie eine Vagina- oder Vulva-Prothesen, wäre das eine Option für dich gewesen im Vorfeld? Nein, glaube ich nicht, weil ja trotzdem noch der Penis da ist, den man sehr schwer nur wegtacken kann. Besonders mit den Hoden ist das beim Tacken sehr schmerzhaft. Also das wäre keine Option gewesen, nein, damals. Wer kommt denn in der Regel so zu dir und möchte so eine Prothese? Also es sind Leute, entweder die wollen die OP machen, aber es dauert einfach noch, weil es sind ja auch Wartezeiten, man muss sie überbrücken. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, OP ist gar nichts für mich. Was hast du da für mich? Wusstet ihr, dass es solche Penisprothesen gibt? Und wie findet ihr die Idee? Schreibt uns das doch mal unten in die Kommentare. Bei Nassi ist das ja jetzt so, dass Nassi ist eine Transfrau und hat sich ihren Penis wegoperieren lassen vor ein paar Jahren. Und jetzt ist es so, dass sie ihren Penis aber sehr vermisst. Du hast dich ja damals aber dagegen entschieden, eine OP zu machen. Wieso? Genau. Ja, also das hat einfach den Hintergrund, weil ich mit den OP-Ergebnissen, die ich so gesehen habe, von auch Freunden, Bekannten oder auch, man recherchiert ja auch, ne? Erstens mal optisch nicht einverstanden war. Also ich hätte es mir nicht vorstellen können. Auch von der ganzen Funktionalität ist es einfach nicht das, was ich mir vorstellen kann. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich für mich die Lösung. Das ist super, mehr brauche ich nicht. In diesem Video soll der Fokus ja primär auf Anastasia und ihrer Geschichte liegen. Aber wir fanden die Geschichte von Tom und seiner Freundin Martina auch so interessant und spannend, dass wir euch dazu ein kleines Extra-Video gedreht haben. Das findet ihr am Ende des Videos. Du hast jetzt eigentlich nur noch die Möglichkeit, sozusagen zu versuchen, damit zu leben, weil es für dich irgendwie keine andere Möglichkeit gibt. Hast du einen Plan, wie du da rangehen willst? Demnächst mal stationäre Therapie. Hast du Hoffnung, dass das nach der Therapie besser wird? Ein bisschen. Ja, mir darf es damit schlecht gehen, aber es soll jetzt nicht mein Leben beeinflussen, so wie es jetzt tut. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, Lisa? Naja, dass das irgendwie wieder besser wird. Also, dass es irgendeinen Weg gibt, dass die Nassi damit leben kann. Und dass es vielleicht ja nicht so negativ mehr ist. Ja. Also die Vagina, die du jetzt hast. Ja. Ja. Was würdest du denn den Transmenschen raten, die sich jetzt überlegen, eine geschlechtsangleichende OP zu machen? Ich finde halt, man sollte sehr genau hinschauen, ob es wirklich das Richtige ist. Und jeder Mensch sollte sich das sehr genau überlegen. Aber wie gesagt, ich bin absolut nicht dagegen. Dass wirklich manchen Menschen die Lebensqualität von manchen Menschen wirklich sehr stark steigern kann oder sogar das Leben fast schon retten kann. Ja. Hier oben findet ihr ein kleines Bonusvideo von Tom, der die Penisprothesen baut, und seiner Freundin Martina. Und hier unten kommt ihr zum Video von Reporter, wo Nele erzählt, dass auch sie ihre Geschlechtsangleichung bereut. Allerdings aus einem anderen Grund als bei Nasti, denn Nele ist D-Trans. Schaut auf jeden Fall da auch mal rein.